Ich kenne ihn schon lange, diesen stillen alten Mann. Und immer wenn ich heimkomme, lächelt er mich freundlich an. In unserer Straße kennt ihn jeder und alle Kinder lieben ihn. Und wenn sie ihm mal Streiche spielten, er hat sie immer schnell verziehen. Doch gestern war das plötzlich anders. Er saß allein auf einer Bank und starrte vor sich auf den Boden. Es schien mir so, als wäre er krank. Ich setzte mich an seine Seite und fragte: Was ist los, mein Freund? Erzähl mir, was ist nicht in Ordnung? Du hast Kummer, wie mir scheint. Erst blieb er stumm. Ich ließ ihm Zeit. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Auf einmal sagte er ganz leise: Ich kann die Welt nicht mehr verstehen. Dann nahm er meinen Arm und sprach: Komm und begleite mich nach Haus. Und in seiner kleinen Wohnung, da brach's aus ihm heraus. Ich hab mir solche Mühe gegeben, kaufte Cola, Bier und Wein, denn dieser Tag sollte für alle unvergesslich sein. Gebacken hab ich und gekocht, glaub mir, es war nicht leicht. Die ganze Zeit dachte ich nur, ob das wohl alles reicht. Er holte tief Atem und sprach dann weiter: Das erzähle ich nur dir, die Einsamkeit war nie mein Gast. Doch seit heute wohnt sie hier. Ich wollte meine Kinder sehen und lud sie deshalb ein. Ich werde heute 75, doch sie ließen mich allein. Sie riefen an, haben geschrieben. Ja, jeder hatte seinen Grund. Wir haben gerade heute Kegeln, die Kinder sind nicht ganz gesund. Wir gehen mit Freunden ins Theater, wir hatten keine andere Wahl. Wir wären ja gern zu dir gekommen, vielleicht klappt es das nächste Mal. Durch das offene Fenster drang der Straßenlärm herein. Ich hätte ihn so gern getröstet, doch gerade jetzt fiel mir nichts ein. Ich wusste nichts zu sagen und saß nur wortlos da, sah einen müden alten Mann, der unendlich traurig war. Da klopfte es an seiner Tür und freudig sprang er auf, doch es waren nur die Kinder dieser Straße und er sah wieder alt und müde aus. Sie riefen: Der blöde Fußball hat wieder ein Loch, bitte näh ihn zu. Das hast du doch schon mal gemacht. So gut kannst das nur du. Da lächelte der Alte, nahm den Fußball, holte Nadel und eine Schnur. Die Kinder bekamen an Kuchen und Kakao. Von Scheu war da keine Spur. Im Gegenteil, es kamen immer mehr herein. Das Zimmer ging fast aus dem Leim. Und in letzter Sekunde versteckte ich den Kasten Bier und auch den Wein. Sie aßen und tranken und sie machten unheimlich Radau. Die Schlagsahne war mehr auf ihren Händen als im Kakao. Sogar unterm Bett lagen die Kleinen im Räuber-, Gendarm- und Versteckenspiel. Ich hatte schon ein bisschen Angst, das alles wird zu viel. Doch mittendrin der alte Mann, er tanzte und lachte, eine Blume in der Hand. Und keiner war da, der das seltsam fand. Mein schönster Geburtstag, rief er, so traurig er eben noch war. Jetzt strahlten seine Augen in dieser fröhlich wilden Kinderschar. Mich hatte er längst vergessen und leise stahl ich mich davon. Morgen würde die Post vielleicht Geschenke bringen, doch das Schönste hatte er schon. Draußen vor dem Haus schaute ich noch einmal zum Fenster hinein und ich sah einen alten Mann glücklich sein.